Ja, nur danke wieder fürs Einschalten. Im Normalfall, wenn man sich so ein Video anschaut, schaut man das dann über die mobile Daten an, weil eben das Internet nicht funktioniert. Deswegen werde ich mich ein bisschen beeilen. Ich habe meine Fritzbox und eine Speedport Pro stehen. Und als erstes, wenn etwas nicht funktioniert in dem Bereich, natürlich erstmal schauen, sind die Kabel richtig angeschlossen. Das ist immer noch die Hauptfehlerquelle. Das heißt einfach mal schauen, habe ich hier hinten das DSL-Kabel auf bei DSL reingeschoben, das Telefonkabel entweder hier und dann auf einen Adapter oder direkt hier oben dran. Und beim Speedport macht man das ja alles unten dran. Und da wo eben dann da steht DSL, da eben bitte das DSL-Kabel anschließen und eben nochmal rechts schauen. Hier hinten, ob eben auch das Kabel richtig in der Dose steckt und das natürlich auch beim richtigen Stecker. Es ist natürlich jetzt schwer zu sagen, was genau für ein Problem ihr habt, was nicht funktioniert. Also erst einmal Kabel kontrollieren. Falls es dann immer noch nicht geht, schaut euch einfach mal den Router an. Hier gibt es ja verschiedene LEDs, die zum Beispiel leuchten oder blinken. Bei der Fritzbox habt ihr ja zum Beispiel die Power DSL-Anzeige. Wenn diese leuchtet, liegt auch schon mal DSL an. Also Internet liegt schon mal an. Das ist gut. Das heißt, es liegt in dem Sinne schon mal nicht am Anbieter. Ihr müsst also nicht diesen elendlangen Prozess gehen, Kunden-Hotline anrufen und Techniker ausstellen oder irgendwas. Falls es nicht leuchten sollte, nochmal die Kabel kontrollieren, nochmal zur Steckdose schauen. Falls dann immer noch nichts geht, ist es in den meisten Fällen so, dass ganz einfach eine Störung vorliegt, wegen Umbauarbeiten, Wartungsarbeiten, was auch immer. Hier einfach mal abwarten oder mal im Internet schauen, in den sozialen Medien schauen, was vor Ort so los ist, ob vielleicht noch andere ähnliche Probleme haben. Also hier braucht man einfach in dem Sinne etwas Geduld, auch wenn das jetzt eine blöde Antwort ist. Beim Speedport sehe ich, dass die LEDs hier oben orange sind. Das heißt, es liegt auch kein DSL-Signal an. Hier eben das gleiche, nochmal die Stecker verbinden. Und hier liegt es natürlich ganz einfach daran, dass ich, wie ihr hier unten seht, hier ist nichts dran. Hier ist also gar kein DSL angeschlossen. Also wenn das orange leuchtet, ist kein DSL da. Wenn das grün leuchtet und hin und her läuft, liegt DSL schon mal an. Das ist schon mal. So, nächstes Thema, WLAN. Die meisten loggen sich heutzutage über WLAN ein, also mit ihrem Tablet, Smartphone, Desktop, Laptop, wie auch immer. Das sieht man natürlich hier. Die WLAN-Lampe leuchtet, das heißt, WLAN ist auch angeschalten. Hier leuchtet sie auch, ist auch angeschalten. Je nachdem, was ihr für einen Router habt, natürlich einfach mal schauen, ist denn das WLAN überhaupt angeschaltet? Hier mache ich das einfach, indem ich hier drauf drücke. Falls nicht, einfach mal anschalten und dann schauen, was passiert. Nächste Möglichkeit. Wie man ja hier sieht, blinkt die Infoleuchte. Das heißt, hier ist irgendwas passiert. Es gab mal eine Störung, eine Fehlermeldung oder irgendeine Änderung. Das heißt also, hier ist es empfehlenswert, sich einfach mal einzuloggen in den Router und zu schauen, was ist da los. Angenommen beim Speedport würde jetzt alles grün leuchten und das Internet geht trotzdem nicht, würde ich auch hier empfehlen, einfach mal sich einzuloggen. Bei der Fritzbox ist das ganz einfach. Ihr gebt einfach in euren Browser ein. Das geht über Smartphone, auch über Laptop, PC natürlich. Fritz.box. Vorher im Normalfall noch http Doppelpunkt Schrägstrich Schrägstrich, also slash slash und dann fritz.box. Hier lautet die Adresse speedport.ip. Und das findet ihr auch hier oben drin. Hier sind Angaben zum Gerätepasswort, zum WLAN-Passwort und eben diese Möglichkeit zum Einloggen über den Browser. Und im Normalfall ist ja auch nochmal so ein Heft dazu. Das könnt ihr dann eben auch mit hinnehmen, wo eben euer Rechner ist. Und damit könnt ihr euch eben dann einloggen und mal nachschauen, was denn mit eurem Rechner
mit eurem Speedboard oder mit eurer Fritzbox oder mit eurem anderen Router ebenso loses. Und das tun wir jetzt auch einfach mal. So, ich bin jetzt mal am Rechner und wenn das bis jetzt alles nichts genützt hat, dann müssten wir uns wahrscheinlich einfach mal in den Router einloggen. Wie gesagt, habt ihr die Fritzbox, dann loggt ihr euch über einen Browser, das könnt ihr auch übers Handy machen, unter der hier angegebenen Adresse ein, http://fritz.box. Und bei dem Speedport, wie hier eingeblendet, wie gesagt, diese Adresse steht ja auch auf dem Speedport oben drauf. Dann nimmt ihr eben das jeweilige Kennwort. So ungefähr sieht das dann aus. Und hier können wir dann mal auf Überspringen gehen und müssen uns eben mal anmelden mit unserem Passwort. Und sind jetzt hier im Menü drin. Das ist es hier vorne, das Hauptmenü. Und generell könnt ihr einfach erstmal auf Internet gehen und zum Beispiel auf DSL-Verbindung. Und hier kann man dann schon sehen, wenn irgendwo etwas nicht stimmt. Hier wird es gezeigt, DSL-Verbindung fehlgeschlagen. Überprüfen Sie die LEDs, habe ich ja vorhin schon gesagt, orange. Also Fehler und die Verkabelung. Das ist jetzt eben so der Vorschlag, in dem es eben liegen muss. Davon ausgegangen, dass überhaupt DSL an eurer Dose anliegt. Was ich aber hinausgehen wollte, ist die Übertragung des WLANs, wenn es da Probleme gibt, mit dem Frequenzband oder mit den Kanälen. Und zwar dazu gehen wir hier mal in die WLAN-Einstellungen rein und sehen jetzt hier ganz oben schon, die WLAN-Einstellungen, WLAN im 2,4 GHz Frequenzband und 5 GHz Frequenzband. Das sind sozusagen zwei Standards und am meisten wird eben das 2,4 GHz Band genommen. Das hat eine größere Reichweite, ist aber etwas schwächer und beim 5 GHz Frequenzband ist es genau umgekehrt. Das heißt, es ist etwas stärker. Hat aber nicht so die Reichweite. Also da kann es durchaus schon sein, dass eine Zimmerwand schon ausreicht, dass ihr kein Signal mehr bekommt. Jetzt ist es natürlich entscheidend, was kann euer Gerät, euer Mobilgerät, euer Laptop überhaupt, kann er mit dem 5 GHz Frequenzband umgehen oder nicht? Das heißt, kann er das? Wenn ihr euch nicht sicher seid, vorsichtshalber und ihr überhaupt keine Verbindung zurecht bekommt, einfach mal beides einschalten. Das heißt also, erst einmal probieren, was überhaupt geht. Hier sieht man dann nochmal die Namen der zwei Frequenzbänder und wir scrollen jetzt mal ganz runter und gehen mal hier auf WLAN-Umgebung und Sendeeinstellungen. Hier haben wir jetzt so ein Diagramm. Das zeigt uns also, wie es auch hier steht. Der farbig dargestellte Balken markiert den Kanalbereich, der von Ihrem Speedboard verwendet wird. Das ist also 1 bis 3, wird automatisch gerade genutzt. Und wenn der Nachbar noch drin ist, sieht man auch immer, welche Kanäle der nutzt. Es wird natürlich erst so gesagt, dass der Router eben die Kanäle so auswählt, dass er eben immer die freien hat und ebenso die beste Sendeleistung. Hier gibt es noch eine Einstellung, die Sendeleistung. Da sollte man natürlich auf volle Sendeleistung gehen. Und was ich jetzt schlussendlich hinaus wollte, sind die Übertragungsmodi, also der Übertragungsmodus oder der Übertragungsstandard. Das heißt, habt ihr in eurem Router mal ein bisschen was rumgestellt oder in eurem Endgerät oder neu eingerichtet. Und jetzt ist hier zum Beispiel der Übertragungsmodus, ich sag mal, GN zum Beispiel eingestellt. Es hat aber euer Laptop zum Beispiel diesen Übertragungsmodus gar nicht, sondern nur B. Oder BG ist eingestellt und euer Smartphone hat nur den Übertragungsmodus N. Dann
kann auch keine Verbindung hergestellt werden, weil die in einem anderen Modus, also in einem anderen Standard arbeiten. Wenn ihr euch unsicher seid, wählt einfach das aus, wo es die meisten Möglichkeiten gibt, das heißt B, G und N, also alle, die es in diesem Router gibt. Und somit sollte es relativ sicher sein, dass ihr dann mit eurem Gerät, der sicherlich eins von diesen dreien Standards hat, auch eine Verbindung herstellen könnt. Das ist jetzt eigentlich so die letzte Möglichkeit, die man dann eben noch machen kann. Ich zeige noch mal kurz, wie das funktioniert. Und zwar geht ihr mal, wenn ihr jetzt am Laptop seid, mal hier unten öffnet das mal, geht mal hier auf das Internetzeichen, geht dann mal mit Rechtsklick drauf, Netzwerken, Internet-Einstellungen öffnen, hier einen Status links und gehen hier auf Adapteroptionen ändern und haben jetzt hier euer Netzwerk. Also ihr müsst jetzt euer Router angezeigt bekommen. Den klickt ihr mal bitte an und geht dann oben auf Status der Verbindung anzeigen. Hier kann man noch mal schauen, generell, ob überhaupt was funktioniert. Also die WLAN-Verbindung ist hier in dem Falle da. Sollte das nicht der Fall sein, kann man hier mit Rechtsklick drauf gehen und geht auf Eigenschaften und kann jetzt hier auf Konfigurieren gehen. Und jetzt gehen wir mal auf einen Moment. Erweitert und gehen jetzt runter auf Wireless Modus, also auf den WLAN Modus. Und hier ist das, was ich vorhin gesagt habe, im Router dieser Übertragungsmodus. Das heißt also, angenommen im Router ist jetzt G und N eingestellt und ihr hattet hier auf B gestellt, kann es natürlich keine Verbindung geben. Hier sehen wir, dass diese Netzwerkkarte im Prinzip B und G kann. Das heißt, ich hatte ja im Speedport BGN eingestellt und es reicht, wenn sich eins überschneidet. Es würde also B gehen, G und B und G würde auch gehen. Hier kann man ruhig aber das nehmen, wo es mehrere Übereinstimmungen gibt. Und wenn wir jetzt hier draufklicken und einfach auf OK, dann kann es sein, dass es mal kurz unterbricht und dann wieder sich verbindet. Und somit, das ist eben, wenn ihr überhaupt keine WLAN-Verbindung herstellen könnt. Das heißt also, wenn ihr euch nicht in den Router einloggen könnt, geht ihr einfach, wie gesagt, wie vorgegangen hier rein und versucht das erst einmal so. Falls das dann immer noch nicht funktioniert, aus irgendwelchem Grund, einfach mal versuchen, mit einem LAN-Kabel euch einzuloggen in den Router und schauen, was da los ist. Falls das immer noch nicht geht, bleibt dann fast nichts mehr übrig, als den Router mal zu resetten. Da gibt es meistens einen Reset-Knopf unten dran. Den drückt er mal für ein paar Sekunden, bis irgendeine Lampe aufleuchtet. Und eigentlich solltet ihr euch dann einloggen können. Dann müsstet ihr nochmal die neuen Einstellungen machen. Das geht aber eigentlich relativ schnell. Also viele haben da mal Angst davor. Meistens der Großteil der Einstellungen bleibt ja eh standardmäßig. Ja, und dann hoffe ich doch mal, dass da dann irgendwas Passendes mit dabei war und ihr euch dementsprechend dann helfen konntet. So, das war es erstmal dazu und ja, danke fürs Zuschauen.